Hallo Leute, hier ist euer Fetikado und was ihr gerade seht, ist ein Projekt von Mega the Gaming und Papa Bär, nee, Quatsch, Zocker Papa, ich glaube Mega Play haben die das genannt und ich durfte da als Gast mitmachen. Ob ich jetzt weiter bei dem Projekt mitmache oder nicht, das entscheidet sich in der Zukunft, aber ich habe schon zwei Folgen aufgenommen für euch und da könnt ihr ja mal reinschauen, ob es euch gefällt. Vergesst bitte nicht zu liken, wenn es euch gefällt. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Megaplay-Projekt. Wir sind hier, Rimsen-Schutzherberin auf einem. So Leute, wir befinden uns hier auf Living Minecraft. Moin Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Mega. Wir spielen Mega Play. Mit dabei ist Fidicado von Fidicados World. Hallo. Und da musst du hingucken. Nicht zu mir. Oh. Und der Max von. Ich hab vergessen. Guten Tag. Der Max, der kommt von irgendwo. Machen wir weiter. Ja, wir sind hier. Also, wer ist wir? Ich und der Zockerpapa, der heute leider nicht dabei ist. Wir sind hier stehen geblieben und dann haben wir halt zwei Gäste jetzt dazu geholt. Ja. Das hört sich immer lustig an. Wir sind hier stehen geblieben und wir haben zwei Gäste zugeholt und ich moderiere das Ganze an. Ist klar. Ja. Gut. Ja, ich glaube, ich leg los hier. Ich glaube, da hat jemand den Faden verloren. Ja, das heutige Thema, über das wir reden, ist einmal Xbox One versus PS4. Okay. Und ja, die Frage ist, was haltet ihr davon? Also von der Konsole. Welcher von den beiden? Ja. Von beide. ich mach die parteiische Mitte, PC. Ja, genau, PC. Also Konsolen. Wir haben ja die PS3 hier und ich bin echt am überlegen, ob ich mir die Xbox One hole. Aber nur wegen den Spielen, die es halt auf dem PC nicht gibt. Ansonsten sitze ich eher am PC als bei so einer Konsole. Außerdem ist die Grafik geiler. Ja. Da hat mir einer den Stein weggeklaut vor der Nase. Ich muss sagen, ich bin sowieso nicht der Fan von Xbox. Aus dem einfachen Grunde, ich hasse es. Du hast einfach die Xbox. Ja, weil das Problem ist, bei der Xbox, wenn du online spielen willst, musst du extra dafür Geld zahlen. Gut, das ist bei der PS4 jetzt auch so. Wird auch so sein. So wie ich das mitbekomme, soll das nicht so sein. Hat sich entweder wieder geändert oder? PlayStation Network, das ist eigentlich bis jetzt immer kostenlos gewesen. Bis jetzt, ja. Du musst aber auch betrachten, das Netzwerk von Sony ist zwar kostenlos, aber wie man ja schon gehört hat, ist da ja hier und da mal geklaut worden, ein bisschen was an Daten. Und das ist bei Xbox Live bis jetzt nicht so der Fall gewesen. Also du hast zwar, musst zwar zahlen für das Netzwerk, aber dafür ist es besser geschützt. Die Daten waren sicherer aufgehoben als bei Sony. Also da müsste man jetzt überlegen, worauf es denn jetzt ankommt. Datenschutz oder einfach kostenfreies Netzwerk, Gaming. So, ihr doch wieder. Ja. Nein. Egal, den Baum nehme ich schwer. Sieht ja so geil aus. Hier, dieses normale Holz brauche ich. Hast du gerade echt gesagt, den Baum nehme ich hart? Nee, den nehme ich mir halt. Nee, hier so ein Megabaum, echt. Du schönes Astloch. Boah, mit einem sehr schönen Kro. Da sitzt dann vielleicht noch das Eichhörnchen drin. Also ich bin im Plan. Alter, jetzt ist alles explodiert. Ach nee, da war ein Creeper. Was warst du? PlayStation warst du jetzt? Ja, bin und bleibe ich. Ich muss ganz ehrlich sein, die neuen Konsolen sind nicht so mein Fall. Weil ganz ehrlich, für mich sind das mehr PCs wie alles andere. Ja, ich sag mal so, du musst immer halt, ja, weiß ich nicht, jeder hat ja einen anderen Geschmack und so, das ist es ja. Mich würde halt mal auch interessieren, was die Leute hier denken. PS3 oder Xbox? Ja.
PS4 oder Xbox. Dann war ich eigentlich immer PS3, weil ich immer eine PS3 gestehen habe. Und bitte an die Fanboys da draußen. Versucht mal, konstruktiv zu bleiben. Ist denn so ein bisschen. Und nicht einfach PS4 ist scheiße und Xbox One ist geil. Ist doch so. Das finde ich immer sehr ergreifend, also. Findest du nicht? Nicht so wirklich. Welchen wo zwitschert hier und wo? Immer. Also ich bleib beim guten alten PC. Oh, tschüss Minecraft. Ich bin schon wieder da. Achso. Es ist wieder da. Ich dachte, die Gäste machen das jetzt ganz alleine. Ja, und er macht jetzt hier so 100% blind mit. Hm. Hey, mich kotzt das an. Komischerweise immer bei mir. Ich weiß nicht, was hier ist, Alter. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass mein Bruder wieder irgendwas da sitzt, ne? Der sitzt. Würde, wenn ich ihn jetzt anschreiben würde und fragen würde, was machst du, ne? Würde er sagen, eigentlich mach doch gar nichts. Ich denke mit meinem Rest der Gedanken und so weiter und so fort. Ja, ich habe gerade vorgestellt, wie er unter dem Tisch sitzt und am Kabel rumzieht. Ja. Huch, den haben wir jetzt eigentlich aufgenommen, so. Weiß das einer? Hm? Wie lang? Ja, 5 Minuten sind wir noch. Haben wir aufgenommen bis jetzt. Sind wir noch? Mann, das war ja ein schneller Part. Ne, also wie gesagt, ich würde mir eigentlich keine von beiden holen, weil ich finde es einfach viel zu übertrieben, die Preise dafür, um mal eben 400 Euro Minimum für eine Konsole hinzulegen. Oh ja, das finde ich auch heftig. Und das würde ich dann lieber in einen PC stecken, was man noch plötzlich aufrüsten kann, sodass die dann wiederum besser werden als die Konsolen. Denn da 400 Euro in so ein Ding zu stellen, wo du nicht anfangen kannst nach 3 Jahren oder so, weil dann nur ein neuer da ist. Mhm. Okay. Ach schade, ich dachte, man kann das essen. Was kann man essen? Diese Rüben, die aussehen wie Rüben, aber es sind ja keine. Diese Was? Diese Rüben? Güsal Queen oder so ähnlich. Ach so. Diese Rüben, die aussehen wie Rüben, aber es sind ja keine. Genau. Alter, ist das ein Enderman? Ne, das ist ein Pinguin. Was macht der hier? Greift das Vieh bloß nicht an. Ja, greift das nicht an, dann endet das so wie bei der ersten Folge mir und Volker Papa. Kannst du den Ausschnitt angucken? Okay. Ist da einer von euch gestorben? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nee, wir haben den gerade nicht gegoogelt. Ach. Wird dunkel. Ja, ich bin jetzt schnell auf dem Heimweg. Das ist immer das Gute. Für die Karte, den braucht man immer sagen, es ist dunkel. Dann ist er schon wieder arm. Das ist schon wieder. Hat eigentlich ich weiß jetzt nicht, auf wen du jetzt anspielen solltest. Hat eigentlich einer normales Holz zufällig? Ja, ich komme mit 61 Stück. Wer ist dunkel, wer ist hell, dann wäre ich schon auf dem Weg, normales Holz zu machen. Glaube ich. Oh, das ist ein Enderman. Nein, mal weg. Entered your channel. Wer joint jetzt? Wer hat jetzt geentert? Der Zockerbobo. Mitten in der Aufnahme. Ey, echt mal sowas Unprofessionelles. Das ja. Geht immer gar nicht. Unharm, also. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Ja, Leute, habt ihr aufgenommen schon? Nein, wir sind noch dabei. Alter, ich bin runterfallen. Ah. Hopp, hopp, zacki, zacki, ab auf hier Server und so. Du weißt Bescheid, wie du hinkommst. Wegbeschreibung hast du ja noch da liegen. Gleich. Wie geht denn das? Quacks Navi. Warte. Wie viele Minuten haben wir noch? Gerade eben hatten wir noch 5. Naja, okay, 2 Minuten kannst du drauf joinen. Ja. Mach mir Bescheid. Ja, kannst schon mal die Leute gleich mit verabschieden. Alter, wo bleibst du denn, Fidikado? Ich bin ja schon da. Ach da, Mensch. Dafür, Alter, dass du schon jetzt dreimal da gewesen bist in der Zeit, ist es immer noch dunkel. Küch! Gib ihn! Ha! Das war der Kampf gegen Spider-Man. So, dann wollen wir mal hinlegen. So. Okay, jetzt schnell hinlegen. Ey, jetzt legt er sich echt in mein Bett. Ich lege es nicht. Diese dumme Brille. Diese scheiß Kleptomanen immer, ey. Das kotzt einen so an. Ja, Holz. So.
Danke. Oh, was zu essen mitnehmen. Kann man Kartoffel essen? Ja. Ja. Ja, aber würde ich lieber vorher braten, anstatt... Ja, Aua! Okay. Fick dich, Blitz! Warum hat das ich jetzt hab Blitz getroffen. Ja, warum hat das jetzt aber gewittert? Das habe ich nicht gehofft. Keine Ahnung. Mich hat gerade der Blitz getroffen. Ja, das... das erklärt jetzt einiges. Alter. Hast du eine Kartoffel in der Hand gehabt, oder was? Nee, ein Steinschwert eigentlich. Mhm. Ja? Mensch, das muss immer mit dem Boden verbunden sein. Das leitet doch, mein Freund. In der Schule denn gar nicht aufgepasst. Aber warum trifft mich der Blitz, wenn ich mit dem Steinschwert rumrenne? Eisen hätte ich es ja noch nachvollziehen können. Turbo hat wieder die Hand am höchsten gehalten. Ich will! Ja, ich war mitten auf der Ebene, wäre gut möglich. Soll der Baum hier stehen bleiben? Nee, der kann abgeholzt werden. Na dann. Wo ist meine Axt? Ach, die ist schon kaputt, Mist. Mal noch eine neue. Guckt mich an, soll der Baum hier stehen geblieben werden. Aber mit diesem Spruch verabschieden wir uns dann auch schon wieder von der ersten Folge Mega Play. Zum Schluss auch noch mit den Zockerpapa. Ja. Und ja, also bis dahin, Leute, bis zur nächsten Folge. Das war's von mir, Minecraft Mega The Gaming, aka Patrick. Mit dabei war Fidicado von Fidicados World. Bye bye. Und der Max. Ja, der von was? Ha? 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 Max von Blitztroffen. Vom Blitztroffen. Von Turbo Chunky. Chunky. Turbo Chunky. 94. Chunky, nicht Django, Papa. Tschüssi. Nee. Und tschüssi. Tschüssi.